Bitte die Achtsamkeit noch einmal für ein paar Momente auf den Atem richten. Und dann wollen wir uns vorstellen, dass sich eine wunderschöne Seerose in unserem Herzen befindet. Mit weißen, reinen Blütenblättern, die sich anfangen zu öffnen. Und aus der Mitte dieser Seerose kommt ein wunderschöner goldener Lichtstrahl. Mit einem Licht aus Liebe, Wohlwollen, Freundschaft, Zuwendung. Und wir wollen unser Herz vollkommen mit diesem Licht anfüllen. Und dieses goldene Licht auch auf den Rest unseres Körpers ausstrahlen lassen, sodass unser ganzer Körper von diesem goldenen Licht durchstrahlt ist, voller Liebe, voller Wohlwollen, voller Zuwendung. Und jetzt wollen wir unser Herz an die Person verschenken, die uns hier am nächsten sitzt, und das goldene Licht aus der Mitte unseres Herzens in das Herz dieser Person strahlen lassen. Voller Liebe, voller Wohlwollen und voller Zuwendung und Freundschaft. Und dann wollen wir den goldenen Lichtstrahl aus der Mitte unseres Herzens in die Herzen von all den anderen strahlen lassen, die sich hier in dem Raum befinden. Liebe und Freundschaft ausstrahlen, die uns zutiefst miteinander verbinden. Jetzt wollen wir das goldene Licht aus der Mitte unseres Herzens auf all diejenigen ausstrahlen lassen, die zu Hause an diesem Meditationskurs teilnehmen, die zu Hause diese Meditation mitmachen. Liebe und Freundschaft in die Herzen der teilnehmenden Personen strahlen lassen. Und die tiefe Verbundenheit im Herzen erleben.
Jetzt wollen wir das goldene Licht der Liebe aus der Mitte unseres Herzens in die Herzen unserer Eltern strahlen lassen, ob sie noch am Leben sind oder nicht. Ihnen dieses Herzensgeschenk bereiten. Ihre Herzen vollkommen mit diesem Licht der Liebe anfüllen und umhüllen. Wir wollen an Verwandte, Bekannte und Freunde denken, Menschen, mit denen wir zusammen leben, zusammen arbeiten, zusammen unsere Freizeit verbringen. Wir lassen das goldene Licht der Liebe aus der Mitte unseres Herzens in ihre Herzen strahlen, füllen ihre Herzen vollkommen damit an und umhüllen sie auch damit. Jetzt wollen wir an einen Menschen denken, der in einer schwierigen Lebenssituation ist. Vielleicht jemand, der ganz alleine ist. Jemand, der in einer Krise ist. Jemand, der sehr krank ist. Wir wollen das goldene Licht der Liebe aus der Mitte unseres Herzens in das Herz dieses Menschen strahlen lassen. Ihm damit eine Freude machen, sein Herz mit diesem goldenen Licht anfüllen und umhüllen. So dass dieser Mensch gekräftigt und gestärkt wird. Und jetzt wollen wir versuchen, so gut es uns möglich ist, unser Herz auch für einen schwierigen Menschen zu öffnen. Jemand, mit dem wir einen Streit hatten, ein Missverständnis. Oder jemand, der uns ganz einfach unsympathisch ist. Und wir lassen das goldene Licht aus der Mitte unseres Herzens auch in das Herz dieses Menschen strahlen, so gut es uns eben möglich ist. Auch dieser Mensch ist Teil unseres Lebens. Auch mit diesem Menschen sind wir verbunden. Auch mit und durch diesen Menschen können wir lernen.
Und jetzt wollen wir unser Herz für Mutter Erde öffnen und das goldene Licht aus der Mitte unseres Herzens, voller Liebe und Zugewandtheit, Mutter Erde schenken. Ihr Herz damit berühren. Ihr Herz damit umhüllen. Ihr ganzes Sein damit beschenken. Goldenes Licht der Liebe und der Freundschaft, der tiefen Verbundenheit. Und dann mit der Achtsamkeit wieder langsam zu uns selbst zurückkehren. Noch einmal das goldene Licht in unserem Innern erleben. Und den goldenen Lichtstrahl wieder in die Seerose zurückkehren lassen. Die ihre Blütenblätter wieder schließt. Und die wir in unserem Herz verankern wollen. Mögen alle Wesen glücklich und zufrieden sein. Ich wünsche allen eine gute Nacht.